Okay, Leute, es geht weiter. Yay, weiter geht's. Alles klar, hinter dieser Tür befindet sich so ein komischer Bosskampf. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die so damit retten kann, ich hoffe schon. Zudem auch noch warte. Und die auch noch warte. So. Und der Rest soll erstmal mitkommen. Okay. Sieht schon mal gut aus. Obwohl halt, ach scheiße. Es ist nicht mehr weit, aber wir müssen uns sputen. Was? Kann er hier gar keinen Schaden zufügen oder was? Flatsch. Halt, ich muss sowieso nochmal. Ich dachte, hier befindet sich jetzt schon der Bosskampf, aber ist wohl nicht so. Okay, wie sage ich mitkommen? Alle sollen mir mal schnell wieder folgen und weiter geht's. Okay. Autsch, das hat weh. Es ist nicht mehr weit, aber wir müssen uns sputen. Der Untote. Nein! Wie kommen die drauf, mich untot zu nennen? Überlasst mir die Wächter. Was zum Teufel? Schnappt ihn! Ich sehe, du bist gut ausgebildet worden. So. Alles klar. Alles klar. Nehmen nur noch zwei? Nein, drei. Gut. So, hier aber, also. Warte. Warte. Und du auch. Warte. Alles klar. So. Okay. Noch hier wegen mir keine Sinn. Noch ist Leben in. Ein Arm ist futsch. So. Okay, ich glaube, ich krieg das Teil nur so tot. Ach, halt mal. Waffen, Distanzwaffen. Ja, das ist der bessere. Verstärken. Schärfeverstärkung. Verstärken, Silberverstärkung. Alles klar. Noch ist Leben in dir, also vorsichtig. Was war das denn?
Hat die gerade gestöhnt oder was? Die Barrieren scheinen mit dem Ding verbunden zu sein. Ja, schlag doch zu. Autsch. Arschgeige. Jawoll. Schon wieder stöhnt die rum. Läuft doch eigentlich ganz gut. Mach dir wegen mir keine Sorgen. Doch ist Leben in mir. Yes! Das Teil ist tot. Haha. Okay. Hör auf zu stöhnen, heftig. Ups. Das war jetzt nicht geplant. Na. Mensch, ist ja gut. Ja, ich hole mal schnell die anderen wieder zurück. Hoffentlich kommt nicht gleich noch ein Bossfight. Ich weiß gar nicht mehr so genau, ob gleich noch ein Bossfight kommt. Egal. Nimm sie einfach trotzdem mal mit. Wenn sie krepieren, dann. Folge mir. Kann ich halt nichts machen. Hey, folge mir. Folge mir. Es ist nicht mehr weit, aber wir müssen uns sputen. Naja, weh, das Teil lebt jetzt wieder. Wir lenken die Wächter. Oh ja, was für Wächter, aber kein Käse. Du. Alles klar. Und ich habe sogar noch ein paar Überlebende mit rausgebracht. Cool. Rachedurst brannte heiß wie Sonne im Helden und sein Schicksal war vorgezeichnet. Jack hatte einen Schatten auf sein ganzes Leben geworfen. Er war der Verantwortliche für die Erblindung seiner Schwester und die Gefangenschaft seiner Mutter. Und bald würde seine Macht absolut sein. Nicht, wenn ich noch da bin. Tja, du hast dich nach alledem doch recht gut entwickelt. Das war vorhin nicht schlecht. Nicht schlecht. Es gibt noch so viel zu tun. Jack kommt dem Schwert immer näher. Ich kann es spüren. Er braucht einen Schlüssel, um das Schwert aus seinem Versteck zu holen. Und jetzt weiß er, wo er ist. Der Schlüssel ist an der Hookküste. In den Ruinen einer alten Abtei. Du musst ihn vor ihm finden. Wir haben einen Vorteil. Er weiß nicht, dass sich der Schlüssel nur einem Mitglied unserer Familie zeigen wird. Deshalb müssen wir ja auch deine Schwester finden. Solange sie da draußen ist, könnte sich Jack ihrer bedienen. Du solltest nach Darkwood gehen und das Portal untersuchen. Es muss eine Möglichkeit geben, es zu aktivieren. Ja, ist ja gut. Aber jetzt habe ich ein Geschenk für dich. Es fließt Kraft in deinen Adern, die noch nicht angezapft wurde. Fühlt sich gut an, stimmt's? Von jetzt an werde ich mit dir durch dein Gegensiegel sprechen können. Geh jetzt. Ich werde versuchen, Theresa zu finden.
Cool. Also, wir haben ordentlich Erfahrungspunkte bekommen. Schrankenzahn, blablabla, alles klar. Ja, die Überlebende sind auch gerade verschwunden. Jojo. Sucht in der Gilde nach weiteren Quests. Also. Ihr habt eine neue Questkarte bekommen. Gehen wir mal zur Heldengilde. Oh, wir haben so viele Skillpoints jetzt, das ist, wow. Jetzt müsste ich theoretisch eigentlich auch meinen, sagen wir mal, einen meiner Lieblingszauber weitermachen können. Und zwar, halt mal, ja!